Erstmal herzlich willkommen in die Runde für alle, die heute zur Live-Session von unserem Bienen- und Imkerei-MOOC gekommen sind. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass Rolf Schülben dabei ist, uns in einem Folgevortrag etwas über die Frühjahrsentwicklung dieser geschiedeten Völker zu zeigen. Das war also ein Vortrag von vor einigen Monaten, wo er uns gezeigt hat, wie er die Völker schiedet. Und jetzt sehen wir, wie diese Völker im Frühjahr aus der Winterruhe gelangt sind. Und wir haben es auch deswegen gemacht, weil auch im YouTube-Kanal viele Leute noch Fragen hatten. Und wir haben gesagt, die kann dann heute gestellt werden, die kann dann Rolf direkt persönlich beantworten. Also für den Fall, dass heute Teilnehmer dabei sind, die das letzte Mal noch nicht da waren. Ich bin also ein Imker aus Bad Schandau und viel mehr wollen wir dazu mal gar nicht sagen. Wir fangen einfach mal an. Aber bevor es richtig losgeht, vielleicht für den heutigen Abend einige Worte Bruder Adams, die wir immer, wenn wir an unsere Bienenvölker gehen, beachten sollten. Er hat ja mal gesagt, der Imker ist nicht der Meister seiner Bienen, sondern ihr Diener. Und das wollen wir immer beachten, sobald wir ein Bienenvolk öffnen. Wir gehen also jetzt durch, wie sich ein Bienenvolk vom September bis, ja, vielleicht bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Ich gehe nochmal zurück. Wir hatten also angefangen mit diesem Volk. Das war am 18. September, hat das so ausgesehen. Und wir sehen, das ist ein ordentliches, starkes Bienenvolk. Und solche Völker sollten wir auch einwintern. Dann, wenn wir solche Völker einwintern, dann wintern wir auch sehr gute Völker wieder aus. Und diese Völker, die wir dann auswintern, die kommen dann auch mit den ganzen Problemen, die wir dieses Jahr im besonderen Maße haben, nämlich mit der Umstellung des Bienenvolkes von Winterbienen auf Sommerbienen, die kommen damit immer zurecht in dieser Größenordnung. Ich gehe nochmal zurück, wir machen eine kleine Wiederholung. Ich hatte dann als nächstes das Volk wieder am 8. November geöffnet und da war eine Temperatur von 5 Grad zu dem Zeitpunkt, wo ich das Volk geöffnet habe und hatte aber am 2. November schon die Wärmeschiede eingesetzt. Das heißt, das Wärmeschied war ja immer drin, das nehme ich nie raus. Und das hier, das habe ich dann am 2. November eingesetzt. Und das war aus heutiger Sicht falsch. Ich habe das Volk ja einfach in der Mitte geteilt. Wenn das also wieder mal gemacht wird, und das kommt ja dann in einem halben Jahr, ist das dann schon fast wieder soweit, dann wird die Wärmekammer, die wir der Königin zur Verfügung stellen, in der sie brütet, vielleicht schon im Januar, gleich nur auf 3 Waben eingeengt. Das heißt also, die 2 Waben, die kommen aus der Wärmekammer noch raus. Die kommen entweder hier hinter oder auf diese Seite hinter das Sheet. Das ist einfacher, das Sheet ziehen. Wir machen das ja deshalb im November schon, damit wir möglichst noch bei Flugwetter die Sheets einsetzen. Wenn wir die Sheets einsetzen müssen und die Bienen fliegen nicht mehr oder es sind vielleicht Temperaturen, bei denen sie gerade noch so fliegen, dann macht das uns unnötige Schwierigkeiten. So, deshalb sollten wir diese Wärmeschiete schon im November einsetzen, möglichst an einen Tag, an dem noch die Bienen fliegen können, dann fällt es uns ja auch leichter, denn wir müssen die Königin suchen. Wir müssen gucken, wo ist die Königin? Und die muss dann auf einer der drei Waben, die in die Wärmekammer sollen, unbedingt sein. Sonst hat es ja keinen Sinn, wenn die dann hier irgendwo wäre, zufälligerweise, dann hat es keinen Sinn. Und das alles geht eben besser bei Flugwetter. Und deshalb mache ich das lieber so. Das Volk hat sich dann bis zum 8. Januar, das ist eine Temperatur von 0 Grad, die Außentemperatur war zu diesem Zeitpunkt 0 Grad, hat sich das Volk so entwickelt. Und wir sehen, dass immer noch genügend Bienen da sind, die außerhalb der Wärmekammer sich befinden, weil ja doch viele Imker sich immer wieder die Frage stellen, werden denn die Bienen, wenn sie nur auf diesen 3 Waben sitzen, genügend Futter haben und eventuell sogar verhungern. Das werden sie nicht, wenn das Volk stark genug ist. Wenn das Volk immer so stark ist, dass es immer über das Sheet gehen kann und bei jeder Temperatur hinter dem Sheet noch sich befindet, dann ist es immer möglich, genügend Futter in die Wärmekammer zu holen. Allerdings, was ich mir nicht getraue, dass ich dann
hier oben eine Wärmefolie auf das Volk lege, da bin ich dann in Sorge, wenn die Bienen nicht über die Oberträger der Waben gehen können, sondern müssen vorn oder hinten gehen, da würde ich in Sorge sein, dass sie das vielleicht dann doch nicht machen. Deshalb kommt bei mir oben keine Wärmefolie auf das Volk, sondern nur ein gut isolierter Deckel mit einer starken Dämmung im Deckel, im Innendeckel. So sah das Volk also dann am 8. Januar bei 0 Grad aus. Weiter geht das dann am 16. Januar, da waren minus 4 Grad. Wir sehen also hier auch noch, es ist kein Problem, auch bei Minusgraden. Starke Völker befinden sich immer auf mehr als den 3 oder 4 Waben, die in der Wärmekammer drin sind. Und damit können sie auch immer verdauen. Und nun, das ist jetzt am 14. Februar. Am 15. Februar hatten wir hier die tiefste Temperatur des diesjährigen Winters. Da waren minus 15 Grad als Tiefstemperatur. Das war einen Tag vorher, am Tag, also nicht in der Nacht, wo die Tiefstemperatur war, sondern am Tag. Und da waren zum Zeitpunkt der Öffnung dieses Volkes minus 7 Grad. Also Sie sehen schon, bei minus 7 Grad ein Bienenvolk aufmachen. Das ist nicht gut, das sollte man vermeiden. Aber hier in dem Falle musste ich das ja machen, weil wir ja sehen wollen, wie das Volk im Winter sich verhält und wie das aussieht. Also selbst bei minus 7 Grad kein Problem, auch da sind die Waben hinter den Wärmeschieden immer noch gut besetzt. Am 20. Februar waren dann 10,5 Grad am Tag, da habe ich das Volk auf 3 Waben eingeengt. Das heißt, ich habe dann die eine Wabe hier noch rausgenommen und auch hinter das Schied gehangen. Dann war der ganze März war immer ein sehr kühler März. Und wir hatten kaum Flugwetter den ganzen März über. Am 25. März wurde es warm, da habe ich sofort nachgesehen. Und da war in dem Volk innerhalb der Wärmekammer keine offene Brut mehr. Es war nur noch wenig verdeckelte Brut vorhanden. Am 30. März war warmes Wetter und da habe ich diesem Volk schon den Honigschwarm aufgesetzt. Am 31. März sind dann 1,1 Kilo eingetragen worden und am 1. April nochmal 900 Gramm. Das zeigt die Stockwaage an. Und dann nichts mehr bis heute. Dann war gar nichts mehr. Und wir brauchen also schon schöne Vorräte hinter dem Schied. Normalerweise will man eigentlich den Honigschwarm erst aufsetzen, wenn von draußen mehr reinkommt, als verbraucht wird. Das habe ich hier ja gar nicht gemacht. Ich habe ja schon am 30. März den Honigschwarm aufgesetzt und da kann man nicht davon ausgehen, dass dann immer mehr reinkommt, als verbraucht wird. Und das war ja auch tatsächlich nur an 2 Tagen der Fall. Aber die Bienen gewöhnen sich besser daran, hochzugehen. Und das sollen sie auch. Und wir wollen ja dann, sobald oben im Honigraum Futter ist, Honig ist, die Waben hier hinter dem Schied, die müssen alle raus. Und es bleiben dann nur die Waben, die sich in der Wärmekammer befinden, unter Honigraum oben drauf. Und sonst nichts. Alle Waben hinter dem Schied müssen, sobald im Honigraum Futter ist, richtiger gesagt Honig, müssen sie raus. Und es ist auch kein Problem, es passiert dann hier hinten nichts. Das ist ja dann freier Raum hier. Und wenn der Honigschwarm aufgesetzt wird, bei der 12er der Dantbeute ist das kein Problem, da werden die Waben im Honigschwarm 90 Grad versetzt aufgesetzt. Also das heißt, die Waben im Honigschwarm sind dann so, das heißt, die gehen dann von hier bis hierher. Unten im Brutraum ist nur noch der Brutraum in dieser Größenordnung besetzt. Und hier hinter dem Schied passiert nichts, wenn man oben immer rechtzeitig erweitert. Im Gegenteil, das ist für die Bienen sogar gut, wenn hier der freie Raum ist. Da ketten sich dann die Flugbienen, die sich nicht gerne auf Brutwaben aufhalten. Da gehören sie nicht mehr hin, dort fühlen sich Flugbienen nicht mehr wohl. Die haben dann in der Nacht die Möglichkeit, hier in dem freien Raum sich als Traube zu sammeln. Die halten sich dann oben am Absperrgitter fest und hängen hier drin fast wie eine Schwarmtraube. Und damit fühlen sie sich wesentlich wohler. Was ich das letzte Mal nur
gesagt und nicht zeigen konnte, weil da hatte ich nicht dran gedacht. Wenn wir so arbeiten, haben wir im Brutraum nur Brut und sonst gar nichts. Und wenn im Brutraum noch Futter oder Pollen ist, dann haben wir die Wärmekammer zu groß eingerichtet. Die Wärmekammer muss so groß sein, dass die Königin, die sich in dem Befolg befindet, ihrer Situation entsprechend, also das heißt, wenn das eine sehr gute Königin ist, die aufgezogen ist nach besten Bedingungen, von allerbesten Erbgut, dann braucht die vielleicht etwas mehr als eine schlecht aufgezogene Königin. Weil eine schlecht aufgezogene Königin, die ist niemals richtig leistungsfähig. Wir müssen also im Normalfall reichen 5 Verdampfwaben. Wir sollten unbedingt 42.000 Zellen der Königin dort unten lassen. Und das sind 5 Verdampfwaben. Und wer das nicht weiß, weil er ein anderes Wabenmaß hat, dann kann er sich das dadurch umrechnen. Auf einer Fläche von 10 mal 10 Zentimeter sind ungefähr 400 Zellen. 42 müssen wir also unbedingt geben. Und dann ist das so, in dem ersten Honigraum werden die Honigwaben nie richtig voll gemacht. Sehen Sie, das ist eine Wabe aus dem ersten Honigraum und die anderen Waben, die sehen, die daneben waren, die haben genauso ausgesehen. Die werden nie richtig voll gemacht, weil der Nektar, den die Flugbienen bringen, der kann im Brutraum nicht abgelagert werden. Da ist kein Platz. Auf den 5 Waben, die wir unten im Brutraum drin haben, ist nur Brut und sonst nichts und kein Platz, extra Pollen einzulagern, den möchten wir auch nicht haben. Pollen ist nicht gut im Brutnest und die Bienen holen sich immer frischen Pollen und den eingelagerten Pollen, den verwenden sie gar nicht mehr. Den möchten sie nicht nehmen, sie nehmen lieber frischen. Dann sind also in der ersten Honigraumzarge sehen dann die Waben so aus und dieser Platz hier, das ist der Platz, den die Bienen brauchen, um den frisch eingetragenen Nektar abzulagern. Der muss ja irgendwo hin. Im Brutraum ist kein Platz. Also muss er in den ersten Honigraum. Und diese erste Zarge zu schleudern, das ist ein Problem. Das geht nicht richtig. Weil ja hier immer frischer Honig drin ist. Oder Nektar sogar. Und von hier aus nehmen dann die Bienen, die sich in den Honigräumen bringen, tragen die dann wieder um und machen dann am Ende daraus reifen Honig. Also das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass das ganz normal ist in der ersten Zarge. Das war vorgestern. Es ist mir nicht gelungen, das Bild besser zu machen. Es war kalt und ich musste schnell machen. Und damit man sieht, wie eine Brutwabe um diese Zeit in der Wärmekammer aussieht, musste ich ja auch die Bienen noch abfegen. Und das war noch ungünstiger für die Entwicklung der Brut. Und da habe ich so schnell gemacht, dass hier auf der anderen Seite die Wabe gar nicht vollständig aufs Bild drauf gekommen ist. Aber ich habe es nicht wiederholt, ich habe schnell wieder reingegangen. Denn das ist schon bei den Temperaturen, wie sie jetzt sind, eine erhebliche Störung. Aber wir sehen, die Waben sind bebrütet von oben bis unten. Und wir sagen ja dazu von Holz zu Holz. Also es gibt über der Brut keinen Honigpollenkranz, sondern die Waben werden vollständig bebrütet. Man darf natürlich dann aber in der Wärmekammer auch nur so viel Waben haben, wie die Königin es immer schafft zu bebrüten. Das ist ganz wichtig. Eine andere Wabe habe ich noch aus dem Nachbarvolk rausgenommen. Die war also schon geschlüpft hier. Und gucken Sie mal, wenn am 25. Ich gehe nochmal zurück, damit wir das Datum richtig haben. Am 25. März war keine offene Brut vorhanden. Stifte habe ich nicht nachgesehen, weil ich nicht so lange so gründlich mir die Waben ansehen wollte. Da habe ich also nicht nachgesehen. Und heute ist der 15. und vorgestern habe ich das gemacht, also am 13. wahrscheinlich. Da war dann vom 25. März bis zum 13. schon die Wabe vollständig bestiftet worden und die erste Brut schlüpft auch schon. Wir sehen das hier, diese freien Zellen. Das sind also keine unbebrüteten Zellen gewesen, sondern die Brut ist schon geschlüpft. Und man sieht auch, wie so eine Brutwabe aussieht. Wir sehen, die Königin fängt in der Mitte der Wabe an und legt einen Kreis Eier. Und dann macht sie den Kreis immer größer. Und hier ist immer noch, das hat sie alles an einem Tag geschafft hier, denn die Färbung der Verdeckung, der Färbung sieht man an, die ist ungefähr gleich. Und als sie dann weitergelegt hat, dann ist er weiter rausgekommen,
Das hat dann schon wieder ein Tag oder so länger gedauert. Und wir sehen, die Verdeckelung ist heller. Und in wenigen Tagen sieht die Verdeckelung, die helle Verdeckelung, dann auch so aus wie hier. Und die Bienen, das dauert dann gar nicht mehr lang, die Bienen schlüpfen. Dann habe ich hier eben noch eine andere Wabe aus einem anderen Volk. Das ist ähnlich. Die ist nicht hundertprozentig bebrütet gewesen. Hier die Ecke ist noch nicht bebrütet und hier auch nicht. Aber wenn die Waben in der Wärmekammer so bebrütet sind wie diese Wabe, kann die Wärmekammer um eine Wabe erweitert werden. Und nun noch als Zeichen dafür, dass die Honigräume gut besetzt sind, obwohl es draußen kalt ist und obwohl nichts eingetragen wird, die Bienen sind wunderbar. Das war am 13. April. Die Bienen sind also wunderbar oben im Honigraum. Und die Siedelnden, man kann sagen, fast vollständig. Die Randwaben hier, na gut, ja, da sind noch nicht viele Bienen, aber insgesamt kann man schon sagen, der erste Honigraum ist gut besiedelt. Das wäre jetzt die Entwicklung und der Anschluss an unsere letzte Versammlung, die wir gemacht haben über das Internet. Und Voraussetzung sind eben solche Völker. Ohne dass wir solche Völker haben, geht gar nichts. Dann bekommen sie das einfach nicht so. Und der Vorteil solcher Völker ist eben, die hören auch eher auf zu brüten. Und das halte ich für eine der wichtigsten Sachen, dass wir also unsere Völker so stark machen, dass sie auch schneller aufhören mit Brüten. Das ist ganz wichtig. Je eher das Volk aufhört zu brüten, umso weniger Lebenskraft verbrauchen die Bienen im Herbst. Und wintert man schwächere Völker ein, die versuchen immer weiter zu brüten bis in den November hinein und verbrauchen schon ihre Kraft im alten Jahr. Und diese Lebenskraft steht im neuen Jahr nicht mehr zur Verfügung. Und dann kommen die Bienen einfach nicht voran. Und die erste Tracht kann von den Bienen noch gar nicht genutzt werden. Sie ist nur Entwicklungstracht. Und wir wollen ja möglichst, deshalb halten wir ja Bienen, wir wollen ja auch was ernten. Und deshalb müssen eben so starke Völker eingewintert werden, die dann, wenn sich das Volk umstellt im Frühjahr, da darf nicht eine Biene für 3 Brutzellen da sein oder für 2 Brutzellen. Das überfordert die Biene, die lebt dann nicht mehr lange. Wenn eine Biene 2 Brutzellen pflegen muss, das muss umgedreht sein. In den Völkern müssen so viele Bienen drin sein, dass eine Brutzelle von 2 Bienen versorgt wird. Und dann kommt man zu solchen starken Völkern und dann kommt man auch dazu, dass auch bei ungünstigster Zeit schon im verhältnismäßig zeitlichen Frühjahr solche Brutwaben da sind. So, das wäre jetzt mal das, was zum Anschluss gesagt werden sollte. Und wir könnten, wenn es Fragen gibt, Fragen beantworten. Okay, Rolf, du sagst relativ starke Völker. Dort habe ich Angst, dass ich mir im Spätsommer die Varroa-Reinvasion und ein starkes Brutgeschäft, dass ich nach dem ersten Behandeln mit Ameisensäure im September wieder ein Varroa-Problem habe. Und deswegen würde ich gern dich nochmal fragen, wie das Varroa-Konzept nicht nur beim Abschleudern oder kurz nach dem Abschleudern, sondern bis zum Dezember bei dir aussieht. Also ich empfehle dazu das Buch von Bernhard Häufel, das hier, das Bienen im Kopf. Ich will nämlich zur Varroa-Behandlung möglichst wenig dazu sagen, aber hier in seinem Buch Bienen im Kopf, da ist wunderbar beschrieben, wie behandelt wird. Und wenn man annimmt, ich will im Spätsommer wenig Brut, damit wenig Milben gibt, also das ist meiner Meinung nach ganz verkehrt. Wir müssen natürlich ständig die Milben bekämpfen. Das steht aber in diesem Buch besser, als ich das sagen kann. Und wir müssen sofort abernten. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben für uns als Imker, wenn das Bienenjahr zu Ende ist. Der letzte Nektar eingetragen und reif inzwischen geworden ist, dann muss sofort geerntet werden. Dann dürfen wir nicht mehr warten. Das Bienenvolk geht in Ruhezustand über, es brütet weniger, es kommt ja von draußen nichts mehr rein. Das ist aber der Moment, wo das Volk nochmal voll in Brut gehen soll. Denn da werden die Winterbienen erzeugt. Um diese Zeit werden die Winterbienen erzeugt. Und ich mache es ja so, ich habe das hier auf dem Weimar Bienenfachtag schon gesagt. Also ich mache das so, guckt mal an, unsere Völker sehen, wenn wir ernten,
Wenn das Bienenjahr zu Ende ist und das neue Bienenjahr anfängt, sehen die Völker ungefähr so aus. Also das ist schon der erste Fehler, der von fast allen Imkern gemacht wird, die ich kenne, dass dann, wenn geerntet wird, die Bienen aus den Honigräumen hier unten in den Brutraum gedrückt werden. Die Honigräume werden bienenfrei gemacht. Wahrscheinlich sogar so bei vielen, dass hier an dieser Stelle eine Bienenflucht eingelegt wird. Dann werden die Honigräume aufgesetzt. Das ist ja schon die erste Katastrophe, weil hier unten ist nur Brut und hier unten sind keine Vorräte. Und dann legt man hier eine Bienenflucht ein und sperrt den Zugang der Ambienen, überhaupt aller Bienen, die sich hier unten befinden, sperrt den Zugang hier hoch ab. Dann ist das Volk ja schon mindestens einen Tag im Hungerzustand. Mindestens, denn 24 Stunden sollten ja die Honigräume auf der Bienenflucht stehen. Also das ist die erste Katastrophe, die es nicht geben darf. Nein, die Honigräume werden runtergenommen und die Bienen dürfen hier nicht rein. Das ist zu viel. Da kann man den Brutraum nicht der Bienenmenge anpassen. Das ist ja der Moment, wo wir abernten, wird der Brutraum nicht mehr der Brutmenge angepasst, sondern der Bienenmenge. Aber die Bienen haben keinen Platz. Wir können den Brutraum nicht der Bienenmenge anpassen, sondern in dem Falle müssen wir zusätzlich die Bienenmenge den Brutraum anpassen. Denn hier unten im Brutraum, da sind ja noch solche Brutwaben drin, vollständig bebrütet von, wie wir eben sagen, so von Holz zu Holz. Und die kommen auch mal auf die Welt. Und dann die Bienen, die aus der Brut hier schlüpfen, die Bienen, die ohnehin unten drin sind, die Bienen aus den Honigräumen hier unten rein. Und schon kriegen sie keine starken Völker mehr. Dann wird nichts mehr. Dann haben sie kein starkes Wintervolk. Also jedenfalls niemals so eins, wie ich ihn hier unten gezeigt habe. Das haben sie einfach nicht. Ja, weil sie die Kiste schon überfüllt haben mit Bienen. Und das Bienenvolk muss sich der Situation anpassen, stellt die Bruttätigkeit nicht ein, aber nimmt sie zurück. Die Bruttätigkeit geht zurück. In einem Moment, wo das Bienenvolk richtig brüten soll, nochmal voll brüten, wie im Frühjahr so, da haben sie schon die erste Ursache dafür gesetzt, sie bekommen keine starken Völker. Und natürlich, wenn man die Honigräume runternimmt, wir machen das so, wir nehmen also niemals schröpfen wir unsere Bienenvölker. Erst geben wir uns Mühe und peppeln die Bienen auf, dass sie stark werden. Und dann kommen die guten Ratschläge aus der Imkerzeitung. Vorsichtiges Schröpfen, damit nicht geschwärmt wird. Das kommt für uns nicht in Frage. Wir nehmen den Bienen keine Kraft weg bis zum letzten Tag der Tracht. Erst wenn die Tracht vorbei ist, dann können wir Bienen wegnehmen. Weil die ja dann in den Volk nicht mehr gebraucht werden. Die sind dann übrig. Also die Bienen aus den Honigräumen und Bienen, die sich hier befinden, die noch schlüpfen, die sind übrig, die braucht das Volk gar nicht mehr. Deshalb versucht es ja auch zu bremsen, die Bruttätigkeit zu bremsen. Und jetzt können neue Völker gemacht werden. Und das machen wir so, indem wir hier unten einen vorbereiteten Brutraum hinstellen. Und in den vorbereiteten Brutraum sind Mittelwände und eine neue Königin. Und dann kommt eine Bienenflucht. Und dann kommen die zu erntenden Honigräume hier draus. Und damit sind die Bienen von ihren Muttervölkern weg. Weil ja dann die Bruträume hier mitgenommen werden müssen. Auf einen anderen Platz. Sonst fliegen die Bienen zurück. Das Flugloch muss zu sein hier unten. Ne? Sonst fliegen die Bienen zurück, wo sie hergekommen sind. So, und das ist der entscheidende Moment im ganzen Jahr. Nur auf diesen Moment kommt es an, haben sie starke Völker oder nicht. Und das geht auch sehr gut, weil sie nehmen die Honigräume von den Völkern runter. Hier, die sind alle runter, ruckzuck, das dauert ja bloß ein paar Minuten. Hier unten sofort mit Mittelwänden auffüllen, dass 11 Waben drin sind, um wenigstens 10. Behandeln gegen den milden Teufel in dem Falle. Der Berner Teufel macht das auch, der träufelt auch. Ich träufel also in dem Falle. Und sofort füttern. Also das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz. Den Honig den Völkern wegnehmen. Und na, wir sind nicht der Meister der Bienen, sondern ihr Diener. Und den Honig wegnehmen und die Bienen hier unten in trachtloser Zeit ohne Vorräte stehen zu lassen, das ist eine Katastrophe. Da kriegen sie keine starken Völker. Sie kriegen nur starke Völker, wenn es denen dort unten
wenn es denen dort unten sofort gut geht. Und das heißt also sofort behandeln, aber innerhalb derselben Minute, dann wird die 5 oder 10 Minuten gewartet. Honigräume runter, Mittelwände rein, träufeln, Futterkasten drauf und sofort füttern. Da haben sie, das haben die Bienen noch gar nicht mitgekriegt, dass die Honigräume weg sind, da haben die schon Futter. Und dann brüten die auch nochmal richtig. Und das ist der entscheidende Moment im ganzen Jahr. Nur auf den kommt es an, was sie dann hinterher noch machen. Das ist alles Nebensache, weil auf diesen Moment kommt es an. Und da muss richtig gebrütet werden. Und Ameisensäure nehmen ist ja die größte Katastrophe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal Ameisensäure genommen. Und ich habe aber in meinem ganzen Leben auch noch niemals ein Volk an der Varroa verloren. Also Ameisensäure würde ich niemals nehmen. Das, und in Italien steht die Ameisensäure schon nicht mehr auf der Liste der genehmigten Medikamente zur Varroa-Bekämpfung. Und wer am vergangenen Wochenende das Weimarer Bienensymposium verfolgt hat, da war ja des Öfteren die Rede vom Tierwohl. Wissen Sie, und dann geht es ja ganz bequem weiter. Wir nehmen am nächsten Tag die Honigräume weg. Wenige Minuten hatten wir das Volk im offenen Zustand. Wir haben also auch keine Ursache dafür gesetzt, dass es zur Räuberei kommen kann. Weil wir ja ganz schnell wieder zugemacht haben und schon gefüttert haben. Und die Bienen, die gefüttert werden, die gehen auch nicht räubern. Und am nächsten Tag nehmen wir die Honigräume weg, die kommen in den Schleuderraum. Das Volk wird mitgenommen, aufgestellt und auch gefüttert. Und das lässt sich natürlich fantastisch gegen die Milben behandeln. Weil das wird aufgestellt, gefüttert, es bekommt 4 Kilo Zucker, aufgelöst mit 5 Liter Wasser. Die sind in 4 Tagen verbraucht. Dann wird der Futterkasten heruntergenommen, das Volk wird, es wird geträufelt. Da ist noch keine verdeckelte Brut in dem Volk. Und es wird wieder gefüttert, es braucht viel Futter, das neue Volk. Es muss ja alle Mittelwände, das hat keine Waben. Das muss alle Mittelwände ausbauen, das muss ein großes Brutnest anlegen und das muss auch Vorräte eintragen. Und wissen Sie, wie schnell das geht? Das geht ruckzuck. Wenn Sie das richtig machen, das ist eine Brutwabe eines solchen Volkes. Das habe ich also am 25. Juli, Sie sehen das hier unten, hier am 25. Juli habe ich das Volk gebildet aus den Bienen von 6 Honigräumen. Am 26. Juli habe ich dann die Honigräume runtergenommen und das Volk weggebracht und aufgestellt und gefüttert. Und diese Brutwabe ist, diese Wabe, aus, die eine Mittelwand gewesen ist, vom 19. August ist die Wabe. Und am 26. Juli habe ich das erste Mal gefüttert. Und dann gucken Sie mal, wie schnell die Bienen gemacht haben. Wie gut es denn geht. Das machen die Bienen nur, wenn es gut geht. Wenn die Bienen halb krank sind, wenn das zu wenig Bienen sind, dann geht es den Bienen nicht gut, dann machen die auch nicht so schnell. Und da haben die in der kurzen Zeit dieses große Brutnest angelegt, versorgt, weiter ein Futterkranz eingetragen, schon Winterfutter eingetragen und als Winterfutter fertig gemacht und invertiert. Also besser kann man meiner Meinung nach den Start der Bienen für den Winter nicht vorbereiten. Und ja, nicht mit Ameisensäure behandelt. Und das braucht man auch gar nicht. Auch wenn man Oxalsäure träufelt, schädigt das die Bienen. Das ist auch der Fall. Und deshalb ist es eben so wichtig, ganz zeitig mit der Bekämpfung der Milben zu beginnen. Also sofort nach der Ernte, man darf nicht warten. Zeitig mit der Bekämpfung der Milben zu beginnen, damit man dann später, wenn die Winterbienen aus der Welt kommen, nicht mehr sehr viel behandeln muss. Da muss man mit der Behandlung schon fast fertig sein, weil die Winterbienen ja auch durch die Behandlung geschädigt werden und dann nicht lange genug leben. Die Winterbienen sollen ja sogar den ersten Nektar noch eintragen. Oder ja, den ersten Nektar, der in den Honigraum kommt, eintragen. Und das geht mit der Methode. Niemals schröpfen. Dazu gehören schwarmträge Bienen. Das geht nur mit schwarmträgen Bienen. Und sofort abernten. Und dann bekommen sie solche Völker. Also wie man das genau macht, das ist ja noch, das ist eigentlich ein anderer Vortrag, weil das dauert schon ein bisschen, das genau vorzutragen. Aber
Das ist die einzige Methode, mit der sie es schaffen, im Herbst am 18. so ein Volk zu haben. Und dieses Volk hatte Ende September keine offene Brut mehr. Die starken Völker hören dann eher auf zu brüten. Und damit können sie Ende September nochmal behandeln. Oder vielleicht lieber im Oktober, wenn die restliche Brut auch noch geschlüpft ist. Und dann sind sie schon weitestgehend fertig. Ich habe allerdings auch noch eine Winterbehandlung im November gemacht. Ja, damit man eben wirklich mit sehr, sehr wenig Milben in das Jahr startet und dann bis zur Ernte hinkommt, ohne zu behandeln. Bernhard Teufel allerdings, was ich ja trotzdem ihn sehr empfehlen will, er behandelt also auch kurz bevor der Honigräume aufsetzt nochmal, damit schon beim Aufsetzen der Honigräume viele Milben raus sind. Und man kommt dann hin, bis man die Honigräume vollständig wieder abnimmt. Und ich bitte Sie zu entschuldigen, dass ich gegen die Ameisensäure so gewässert habe. Aber damit machen Sie auch noch die Brut kaputt, die Sie dann brauchen. Gut, Rolf, wir haben noch andere Fragen. Ich würde jetzt erstmal dem Thorsten Panketal, der hatte ganz am Anfang zwei Fragen gehabt, das Wort geben, dass er seine Fragen stellen kann. Ach, Thorsten, gut. Dann war die erste Frage, sind die Schiede Eigenbau? Nein, die habe ich mir bei Miroslav Sedlacek aus Tschechien gekauft. Es gibt aber inzwischen bei uns auch Schiede. Man muss die nicht mehr woanders herbekommen. Aber der hat eine sehr große Imkerei und noch eine Tischlerei dazu und hat die Schiede gemacht. Ich zeige sie Ihnen nochmal. Mal gucken, wo wir eins haben. Hier. Das Schied ist also nur eine Wabe. Das Schied ist so groß wie die Waben, die in dem Bienenvolk sind. Das heißt, die Bienen können oben über das Schied gehen, die können unten über das Schied gehen und vorne und hinten auch. Und diese Wabe hat er hier innen mit Styropor gefüllt und hat die beplankt mit Hohlkammerprofilen als Kunststoff. Das, wenn man normales Styropor nimmt, muss das sein. Das würde sonst von den Bienen ganz schnell zerschrottet und dann wären sie nicht mehr da. Aber man kann, es gibt auch 3 mm starkes Sperrholz. Man könnte die auch mit 3 mm starkem Sperrholz beplanken. Und inzwischen haben wir auch schon gesehen, dass hier aus Polen solche Waben, solche Wärmeschiede verwendet werden. Und die kann man auch kaufen. Und heute hat mir einer einen großen Brief geschrieben aus der Nähe von Berlin. Der hat nach meinem Vortrag, den wir damals gemacht haben, hat er sofort angefangen, selbst Schiede zu bauen und hat die so ähnlich wie das hier gemacht und hat die super hinbekommen. Aber man muss die wirklich nicht selbst machen. Als Hobbyimker kann man ja nicht alles schaffen und lieber solche Schiede hier Fleisch kaufen. Oder wenn man eben doch Styropor möchte, das eben vielleicht mit Sperrholz beplanken. Und inzwischen gibt es natürlich bei uns Styroporschiede. Ich habe auch irgendwo welche hier, vielleicht hier, mal gucken. Na, hier in den Völkern sind keine Styroporschiede. Die brauchen gar nicht beplankt zu werden. Die haben einen so festen Kunststoff, dass er von den Bienen, das heißt wohl Styrodur, was von den Bienen nicht kaputt gemacht wird. Gut, die zweite Frage von Thorsten, die von der Reihenfolge noch drin war, war, müssen die Bienen nicht zu viel heizen, wenn man bei Kälte schon den Honigraum aufsetzt? Also du hast ja gesagt, jetzt im Kalten hast du es aufgesetzt gehabt, also wo sie bloß noch einen Tag eintragen konnten. Ist das nicht ungünstig oder was sagst du dazu? Ja, also diese Frage, die ist, das stimmt ja. Also wenn der Honigraum so zeitig draufkommt, dann geht auf jeden Fall über den Honigraum Wärme verloren. Und das macht den Bienen Arbeit. Ich habe den Honigraum dieses Jahr trotzdem schon so zeitig ausgesetzt, weil ich möchte, dass die Bienen sich oben einrichten und dass die Bienen wissen, oben spielt die Musik. Aber der Deckel, der Innendeckel bei mir, der ist stark gedämmt. Also ich habe eine Dämmung von 4 cm. Das soll nach Bernhard Teufel zu wenig sein. Er empfiehlt 7 cm. Also ein Innendeckel mit einer Dämmung von 7 cm. Das ist ganz wichtig. Und die Innendeckel, wenn man heute eine Beute kauft, dann ist in der Beute, da gibt es ja einen Innendeckel dazu, und dann ist in der Beute eine Matte von 20 mm. Und das ist eben zu wenig. Das reicht nicht. Gut, ganz vielen Dank dafür. Ich habe jetzt von Matthias Reinhardt eine Frage. Wie wird der Wabenaustausch gewährleistet, also Wabenhygiene? Wie machst du denn das? Wann kommen die alten Waben mal raus? Also erstens mal ist es so, das ist mir selber auch so gegangen,
ich habe die Waben zu oft getauscht und habe den Wabenbau zu oft erneuert. Das muss man nicht machen. Also ein Zeitraum von 4 Jahren reicht, um den Wabenbau zu erneuern. Das heißt, jedes Jahr muss ein Viertel der Waben erneuert werden. Und das geht schon ganz gut. Wir haben ja Ende der Tracht ja nur die 5 Waben, die sich im Brutraum unten, nämlich die hier 1, 2, 3, 4, 5, zwischen den 2 Wärmeschieden. Hinter den Wärmeschieden ist nichts und alle anderen Bienen befinden sich oben. Wenn jetzt die Honigräume abgenommen werden, dann ist man an diesem Volk, in dem sich nur 5 voll bebrütete Waben befinden. Und hier muss der einzige Eingriff in das Brutnest gemacht werden, vom Frühjahr aus. Vom Frühjahr bis zum Ende der Tracht greifen wir also in das Brutnest nicht ein. Das Brutnest ist unantastbar. Das muss unberührt bleiben. Wenn das gestört wird, das ist wie eine Operation am offenen Menschen oder so. Und ich habe einen guten Imker gekannt, der hat gesagt, eine Kuh, die jede Woche operiert wird, die gibt auch keine Milch. Und so ist das bei den Bienen natürlich auch. Das Brutnest ist heilig, das wird nicht angerührt, aber einmal müssen wir es machen. Und zwar, wenn die Honigräume abgenommen sind, wenn hier unten der freie Raum mit Mittelwänden aufgefüllt wird, dann müssen die 2 ältesten Waben, oder vielleicht auch nur eine, aber 2, die ältesten Waben, die sich hier im Brutnest befinden, die müssen ganz an den Rand, die müssen nach außen, ohne Königin, die Königin muss hier bleiben. Dann kommen die frischen Mittelwände, die 9, und dann kommt das Futter. Und dann ist es sogar so, wenn man hier eine Königin drin hat, die erst ein Jahr alt ist, also vom Vorjahr, dann geht die auch noch und bebrütet auch noch die, zumindest einige Waben von den frischen Mittelwänden, die werden auch noch bebrütet. Und dann im nächsten Frühjahr, da kommen ja die Waben, die hier hinterm Schied hängen, die müssen raus dann im Frühjahr. Und das sind die Waben, die dann wieder später nach der Ernte erneuert werden. Also so geht der Weg der Erneuerung der Waben erneuern. Nicht so oft erneuern, aber im Ablauf von 4 Jahren sollte der Brutraum neue Waben haben. Also damit ich das richtig verstanden habe, du räumst also dann zu dem Zeitpunkt die ältesten beiden Brutwaben nach ganz hinten links. Nach ganz hinten, ja. Und du lässt die aber noch über den Winter drin und nimmst die erst dann im Frühjahr raus mit den Futterwaben. Ja, weil die ja durch das Füttern nochmal mit Futter gefüllt werden und das Futter wird aber verbraucht. Und dann kommen sie so gut wie leer, wenn die Honigräume aufgesetzt werden, so gut wie leer aus dem Volk raus. Gut, die nächste Frage war vom Hendrik Lasch. Ich habe ein Mikrofon, könnte die selber stellen. Die Frage ist einfach sozusagen für diejenigen, die jetzt die Honigräume noch nicht aufgesetzt haben, angesichts des Wetters, was gerade herrscht. Wann ist ein günstiger Zeitpunkt, die aufzusetzen? Nach welchem Kriterium macht man das? Also das Kriterium ist, wenn mehr reinkommt als raus, als verbraucht wird, dann müssen sie drauf. Wenn die Bienen mehr reinbringen als verbrauchen, dann müssen die Honigräume drauf. Und normalerweise, der Lehrsatz heißt so spät wie möglich, aber eben dann, wenn mehr reinkommt als verbraucht wird, sofort. Dann hatte Leipzig noch eine Frage zum Schleudern vom ersten Honig. Möchtest du die selber stellen? Ja, kurze Frage. Du hattest gesagt, im ersten Honigraum wird der Honig in der Mitte nie reif. Wie ist es, wenn Raps eingetragen wurde? Muss er dann doch geschleudert werden? Sie haben dann wirklich mit der Methode, wie ich sie hier vorgeführt habe, haben Sie Probleme, aus dem ersten Honigraum den Honig zu schleudern. Das ist schwierig, weil eben, wenn da auch noch ein bisschen... Sie müssten eben dann vielleicht mal irgendwann den ersten Honigraum als zweiten Honigraum und einen anderen unten drunter setzen. Also der Normalfall ist, dass wir immer oben drauf setzen. Ne? Allerdings erfordert das auch die Bereitschaft der Bienen, den Honig brutfern zu lagern. Das ist ganz wichtig, das brutferne Honigstapeln. Aber wenn Sie hier richtig volle Waben ernten wollen, dann müssen sie unbedingt mal umtauschen. Es geht nicht anders. Sie müssen den ersten Honigraum an zweite Stelle stellen. Und dann können sie auch den Frühtrachthonig schleudern. Danke. Und wenn man den Frühtrachthonig nicht schleudern will und lässt den Bienen diesen Frühtrachthonig, dann macht man das so, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe den dann unten drunter gesetzt.
und habe diese Honigschreimzauge mit den Waben, die ich nicht schleudern wollte, unter ein Volk gesetzt. Und das möchten die Bienen nicht leiden, das können sie nicht dulden, weil der Honig nie unten drunter gehört. Der gehört immer um. Und dann tragen die Bienen den Honig um und verwenden dann den Honig hier im Brutraum. Und dann haben sie natürlich das Problem in dieser Zauge, die Honigwaben müssen sie dann, wenn sie leer sind, wenn abgeerntet wird, muss die ja weggenommen werden. Die müssen sie einschmelzen, die ist dann mit Pollen, da ist dann sehr viel Pollen drin. Mit den Waben können sie nichts weiter machen, als die einzuschmelzen. Das ist mir aber manchmal lieber, ich mache das so, als dass ich den Honig ernten muss. Das können wir uns auch leisten, die Bienen bringen, die bringen genug Honig. Wir müssen nie alles haben und den alles wegnehmen. Und meine Frage, ich habe 10er der Tand, habe noch keine Wärmeschiede. Komme ich da mit dem Platz hin, wenn ich 2 habe und dann noch meinetwegen 4 Brutwaben und 4 Futterwaben? Ich habe da etwas Bedenken. Sie kommen hin, das reicht. Komm ich hin? Ja, ja. Das ist kein Problem. Ach, das Sinn, wenn man schmaler ausführt, geht nicht. Das macht keinen Sinn. Ne? Ich habe jetzt nicht verstanden, bitte nochmal. Wenn man die Wärmeschiede schmaler macht, geht ja dann nicht. Ne? Die brauchen eine gewisse Breite zur Dämmung. Also die Wärmeschiede hier in dieser Breite, die sind ja einfach deshalb so breit geworden, weil ein Leerrämchen dafür verwendet worden ist. Mhm. Ne? Der René Schiebach hat einen Tischler, der hat eine wunderbare Wärmeschiede gemacht. Die sind noch viel schöner als die, die ich bisher hier zeigen konnte. Die sind nicht so stark. Da ist also das, was innen drin ist, das ist nicht 20 mm breit, sondern schmaler. Und dann sind die beplankt mit ganz dünnem Sperrholz. Und auf diesem dünnen Sperrholz ist auf einer Seite noch eine Spiegelfolie aufgeklebt. Sodass die Wärme, die abstrahlt, noch durch den Spiegel zu den Brutwaben zurückgestrahlt wird. Also das ist noch besser. Also Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das Bienenvolk, das reicht 8 volle Waben, 8 volle Dadantwaben. Das ist sehr viel. Das hat dann dieses Volk, hat genügend Platz, um Winterbienen zu erzeugen und Futter einzulagern. Man muss nicht unbedingt die 12er Dadantbeute haben. Natürlich die 12er Dadantbeute, ja, die hat ja Bruder Adam auch gehabt. Der Vorteil des Quadrates ist schon groß. Ne? Denn Sie können dann den Honigschwamm hier oben andersrum aufsetzen. Das hatte ich ja erklärt, warum. Damit hier unten, bei der 10er Dadantbeute müssen Sie den Honigschwamm mal drehen. Wenn dann die Honigschäume aufgesetzt sind, sind doch die Waben alle raus hier. Und nur die 5 in der Wärmekammer sind noch da und die 2 Schiede. Und hier ist nichts, wissen Sie? Und wenn Sie jetzt hier einen Honigschwamm drüber setzen, so wie diese Waben, dann werden die Waben im Honigschwamm, die hier oben drüber sind, die werden alle von den Bienen gut belagert und angenommen. Und die im Honigschwamm hier sind, da haben die Bienen nicht viel Lust hinzugehen und machen es vielleicht auch nicht so schnell. Wenn Sie aber den Honigschwamm so aufsetzen, dass er so hier sitzt, wissen Sie, dass die Waben so sitzen im Honigschwamm, dann spielt der Leerraum hier unten gar keine Rolle. Die werden von vorn bis hinten gefüllt. Das geht bei der 10er Dadantbeute nicht, da können Sie nicht gedreht aufsetzen. Deshalb rücke ich die manchmal, also ich mache es dann gerne so, die Waben sind raus. Ich setze hier 2 Wärmeschiede ein und dann setze ich meinen Honigschwamm erst auf. Und da bin ich schon mit den Brutwaben weiter in der Mitte, sodass das dann schon viel günstiger aussieht. Aber noch besser ist, wenn man dann diesen Honigschwamm nach einer Weile, wenn nämlich die Waben, die sich über den Brutwaben befinden, schon zum Teil gefüllt sind, vielleicht 50% oder so, und dann drehen sie denn, dass die dann hier sind. Und die Leerwaben, die auf der Seite noch waren, die sind dann hier. Und dann werden alle anderen Honigschäume, die darüber sind, auch gut gefüllt. Und auch von hinten bis vorne. Erstmal möchte ich mich bedanken für den wunderbaren Vortrag, den Rolf Schülbe hier hält. Also ich bin ganz begeistert, vor allen Dingen kann ich sehr, sehr viel lernen. Aber jetzt die andere Frage. Ich habe von der Gemeinde kurzfristig ein Biotop Stellplätze zur Verfügung gestellt bekommen und das 600 Meter Entfernung, wunderbar pflanzlich gestaltet dort mit Obstbaumwiesen und solche Sachen, Büsche, Hecken. Und ich darf dort Bienen aufstellen. Nun möchte ich morgen 4 Völker dorthin schaffen. Das sind 600 Meter. Wie verhindere ich, dass nicht allzu viele Bienen zurückfliegen? Die fliegen alle zurück. Das können Sie nicht verhindern. Das können Sie nicht machen. Sie müssen die Bienen erst woanders hinbringen.
Erst woanders hin und dann nach ein paar Tagen nochmal. Aber nach vielen Tagen. Sie können ja mal einen Versuch machen. Also Sie bringen die Bienen alle 4 Kilometer weit weg. Aber mindestens 3. Und dann lassen Sie die dort recht lange stehen, 3 Wochen. Sagen wir mal, bis dann wieder neue Bienen geschlüpft sind, nach 3 Wochen. Ne? 3 Wochen. Und ein Volk, das nehmen Sie dort mal eher weg und schaffen das schon in Ihr Biotop. Dann werden Sie sehen, dass Sie zu Hause, wo das Volk mal gestanden hat, dass dort viele Bienen umher schwirren und nie wissen, wo sie hingehen sollen. Mhm. Das dauert lange, die merken sich das lange. Die merken sich das nicht nur eine Woche, auch nicht nur 2, die merken sich das noch länger. Also das können Sie nie machen, dann verlieren Sie alle Flugbienen. Und jetzt, um diese Jahreszeit, da darf das Volk nicht seine Flugbienen verlieren. Das ist für ein Volk schlimm. Deshalb müssen Sie jetzt eine Zwischenwanderung machen, und zwar sofort, damit Sie dann recht bald in Ihr Biotop wandern können, wo es so schön ist. Okay, vielen Dank. Ich habe in 5 Kilometer Entfernung einen Freund, dort kann ich die aufstellen. Wie lange muss ich die aufstellen? Ja, also ich würde wenigstens 2 Wochen warten, besser 3. Aber okay. 2. Ja, vielen Dank. Und dann wollte ich noch zeigen, ich hatte geschickt diesen... Ich wollte nur sagen, ich baue jetzt selbst, ich nehme ein normales Rähmchen, das ist ein Dadant-Rähmchen. Und das beplanke ich mit... solche Holzstäbchen, das ist nichts anderes als in Jalousien mit 2 Millimeter Holzstäbe, die schneide ich zu und dann beplanke ich das rechts und links, das Rähmchen mit diesem Stab und fülle entweder hier mit Torfmull, das ist Hanfhäcksel oder das ist oben Stroh. Und so kann man sich diese auch selbst sehr schnell bauen. Ich weiß nicht, sieht man das andere jetzt auch? Diese? Ja. Also man sieht den Bildschirm, man sieht die 2 Haufen und man sieht eben das... Ich habe noch ein anderes Bild und dann höre ich aber schon auf. So sehen die dann aus. Sieht man die? Ja, sieht man sehr schön, alle 3, wie sie da stehen. Also das ist oben diese Hanfhäcksel, das ist Torf mit Tee und unten ist mit Stroh. Die sehen identisch aus. Und diese Holzleiste hier rundherum, das ist 1,5 Millimeter Sperrholz. Und meiner Ansicht nach sind die besser als in Polen. Ja, die sind sehr gut. Die sind besser. Also bei Gelegenheit kann ich da vielleicht mal mehr dazu sagen. Aber so viel, ich bedanke mich. Ja, ganz vielen Dank. Hm? Von Lexer, kein Mikrofon, steht hier die Frage an Rolf, wie viele Honigräume setzt er beim ersten Mal auf? Ich setze nur einen auf. Ich bin ja ein Hobby-Imker und ich nehme mir die Zeit, die ich dafür brauche. Ich setze nur einen auf. Ich weiß allerdings von anderen, von besseren Imkern, als ich das bin, die haben viel mehr Völker und machen das, sagen wir mal, gewerblich. Und die setzen gleich 2 auf, weil das ist ihnen zu viel Arbeit, da ein paar Mal hinzugehen. Aber ich denke, für das Bienenvolk ist es besser, wenn man erstmal einen aufsetzt. Inzwischen wächst das Bienenvolk weiter. Und dann, wenn in dem ersten Honigraum ungefähr zu 50%, wenn der gefüllt ist, dann kommt der zweite. Das ist besser. Aber starke Völker schaffen es auch, wenn gleich 2 Räume draufkommen. Ich habe 1-2 Fragen. Warum müssen dann im Frühjahr neben dem eingeengten Brutraum die Mittelwände weg? Was passiert, wenn man die lässt? Und wenn man dann die Flugbienen für ein neues Volk nimmt, braucht man ja neue Bienenköniginnen. Und du hast ja gesagt, Rolf, du nimmst sowieso 1 oder 2 Waben raus und legst die ganz links oder ganz rechts. Könnte man da nicht eigentlich mit diesen dann auch noch Mitte Juli ein neues Volk machen? Das müsste doch rein theoretisch noch gehen. Also meinst du jetzt aus diesen 2 Brutwaben, dass man die einfach in einen anderen Kasten hängt und wartet, bis sich diese Bienen, die sich auf den 2 Brutwaben befinden, eine neue Königin gezogen haben? Exakt. Das geht nicht. Also warum das nicht? Würde ich sowieso, das ist grundsätzlich falsch, über diesen Weg zu Königin zu kommen. Das wären immer Hungerköniginnen, immer Königinnen, die unter aller ungünstigsten Bedingungen aufgezogen sind. Ich empfehle hier sehr das Buch von Bernhard Häufel. Der hat dazu extra ein Kapitel drin. Das wird nichts und das ist der größte Murks, sowas zu machen. Bienenköniginnen müssen aus dem Überfluss heraus entstehen. Die müssen aller
bestens aufgezogen werden, sonst sind das keine leistungsfähigen Völker. Und was ja sogar in unserer Bienenzeitung das immer wieder empfohlen wird, im Frühjahr schon, also im Mai oder so, ein neues Volk aus einer Wabe zu machen. Das geht nicht. Das ist überhaupt nicht professionell. Das ist sowas Stümperhaftes. Das sollte direkt verboten werden. Das geht nicht. Das wird Murks. Das ist niemals zum Bienenwohl. Und solche Königinnen, die dann so schlecht aufgezogen werden, die leben nicht lange, die sind auch nicht leistungsfähig und können kein großes Brutnest anlegen und die neigen auch eher zum Schwärmen. Die Bienen beseitigen diese Königin nicht, sondern die schwärmen erstmal und der Schwarm, wenn der dann einlogiert worden ist und wieder brütet, dann beseitigt der erst die Königin. Und Bruder Adam hat sogar die Königinnen, die entstanden sind aus Umweiselungen. Das gibt's doch, dass ein Volk einfach umweiselt, ohne zu schwärmen. Warum? Weil es vielleicht eine alte Königin hatte. Der Imker hat die Königin nicht rechtzeitig erneuert. Es hat eine alte Königin. Dann weiselt das Volk selber um. Oder weil die Königin, die sich in dem Volk befindet, aus irgendeinem Grund weggekommen ist. Dann weiseln die um. Die hat er alle ersetzt. Der hat diese Königin nicht gelassen. Der hat immer gesagt, das sind minderwertige Königin. Und wenn ich würde jetzt nochmal deine Aussage zusammenfassen. Also grundsätzlich habe ich immer ein Problem, wenn jemand grundsätzlich sagt, aber du bist immer der Meinung, dass nur Bienen, die entweder standbegattet sind, für ein neues Volk geeignet sind. Also es müssen Königinnen sein, die nach allerbesten Methoden aufgezogen worden sind. Durch Königinnenzucht. Und eine Imkerei ist nur so gut wie die Königin, die die Imkerei hat. Okay. Und die zweite Frage, warum müssen eigentlich dann die Mittelwände neben dem eingeengten Brutraum weg? Kann man die auch lassen? Also warten Sie mal, da muss ich nochmal, die Frage verstehe ich nämlich nicht. Da haben wir jetzt ein Missverständnis. Also wenn der Honigraum aufgesetzt wird, kommen diese Waben, das sind keine Mittelwände, das sind Waben, Futterwaben. Ja, warum, die werden rausgenommen. Kann man die nicht lassen? Die kann man nicht lassen. Warum? Weil der Honig, der dort eingelagert wird, in den Honigraum soll. Den wollen wir ernten. Ja, wir wollen das. Aber wenn ich den lasse? Wenn Sie das lassen, dann haben Sie hier Honigwaben. Eventuell geht die Königin auch rüber und brütet dann hier drin noch. Gut, das ist Ihr einziges Argument. Ja. Okay. Ja. Aber die würde ja nur brüten, wenn sie stark genug ist, wenn das hier nicht ausreicht. Denn sonst würde ja der Honig, der eingeengte Brutraum nicht stimmen. Sonst machen sie einen Wildbau und die brütet sowieso. Da wäre es ja egal, ob ich dort eine Mittelwand habe oder nicht. Nee, die machen keinen. Also wenn sie oben rechtzeitig erweitern, dann wird hier nicht, dann kommt hier kein Wildbau. Der kommt nur dann, wenn sie oben nicht recht in beiden Honigräumen nicht rechtzeitig erweitert haben. Und du hast gesagt, der kommt dann, wenn ich hier die Honigwaben lasse. Also wenn man hinter der letzten, nur das ist ja jetzt im Frühjahr, nehmen wir mal an, Sie hätten die gelassen. Ja. Weil Sie denken, das wäre besser. Nee, Dann müssen Sie mindestens hier noch ein Sheet hier hängen. Sonst wird dieser Raum dann auch noch mit Wirbel ausgefüllt. Okay, also ich nehme mal an, ich habe noch 3 Futterwaben drin, die würde ich dann einfach lassen, sozusagen. Mhm. Also irgendeinen Grund kann man vielleicht lassen. Warum eigentlich nie? Weil das Volk hier unten seine Waben vollständig bebrüten soll, von Holz zu Holz. Und die Königin verlässt die Waben und brütet hier auch. Und hier wird dann nicht mehr von Holz zu Holz. Aber das ist nicht logisch. Und hier wird dann nicht mehr von Holz zu Holz gebrütet. Aber das macht sie doch das ganze Jahr, vom November bis zum Frühjahr brütet die genau in der Mitte und hier ist Futter, da brütet die hier nicht. Und im Frühjahr soll die dann plötzlich hier in der Mitte aufhören und nach der anderen Seite gehen und brüten. Das ist unlogisch. Das macht sie aber. Das ist ja dann nicht mehr im Frühjahr, das ist ja dann schon im Sommer. Okay, gut, geht klar. Also erstmal danke. Diese Frage, die war schon sehr interessant und wichtig, weil ich hatte das Problem am Anfang auch. Ich bin damit nämlich auch nicht richtig klar gekommen. Ich hatte mir auch Imker geguckt, die auch bei Hans Bär schon ein bisschen mitgelernt hatten und so. Die hatten die am Anfang auch. Erst wenn man das System richtig versteht, ist man bereit, die Waben rauszunehmen. Da hat man wirklich Probleme damit. Dieser Imkerfreund hier, klar, sagt er, warum denn? Aber das ist so, das Bienenvolk lebt in der Natur kreisförmig.
ein kreisförmiges, kugelförmiges Brutnest an. Und die Königin geht dann hier weg, obwohl sie hier genug Platz hätte zu brüten, von Holz zu Holz, ne? Bleibt sie trotzdem hier, macht hier weniger Brut und legt dann hier weitere Brutwaben ein. Und das ist das Problem, wo sie eben dann doch, wo dann doch mehr Leistung für den Wärmehaushalt gebraucht wird. Und die Leistung, die das Bienenvolk braucht, um Wärme zu erzeugen, die kann es nicht zum Honigsammeln, zur Vergrößerung des Brutnestes verwenden. Und deshalb hier lieber diese 5 Waben lassen, hier dahinter nichts lassen, wirklich ausnehmen. Man muss sich dazu überwinden, das war bei mir nicht anders. Und das geht besser. Und wer es nicht glaubt, der kann es ja erst mal ausprobieren, indem er eben, wenn er vielleicht 5 Völker hat, dann macht er mal 3 so und 2 anders. Und dann werden Sie sehen, dass es doch besser ist, die Waben hier hinten auszulegen. Also, vielen Dank dafür. Und die Elisabeth, die wartet jetzt schon eine ganze Weile. Ja, ich möchte gleich anschließen an diese Fragestellung, denn meine Erfahrung ist, wenn man die drinnen lässt, dass dann die Bienen nicht hinaufgehen. Also bei mir sind die Bienen, nachdem ich die drinnen gelassen habe, diese Waben, alle unten geblieben, haben alles, den Honig alles unten eingetragen und ich habe einen Jumbo. Das heißt, die Waben, die sind alle zerrissen, weil sie voll mit Honig waren. Also die sind geplatzt. Meine Frage ist aber dann gleich anschließend, wenn ich jetzt die Waben alle weggebe, dann die Bienen kein Futter. Ja, wenn ich die alle weggebe und aufsetze und sozusagen leere, also wie, ich habe ja dann oben, mein Honigraum sind ja Halbzagen und ich habe ja dann keine Halbzagen mit Futter drinnen, die ich aufsetzen kann, sondern ich habe sozusagen leere Halbzagen und ich habe unten den Jumbo, hätte die fetten Futterwaben, aber als in Jumbo-Größe und habe dann nicht das, ich habe dann kein Futter für die Bienen. Also wie kommen ja, die zum Futter? Also darüber müssen wir sprechen. Das ist so, gucken Sie mal, ich habe ja hier diesen Honigraum, diesen Volk am 31. März, am 30. März Honigraum aufgesetzt. Und ich habe die Waben drin gelassen. Die habe ich nicht weggenommen. Das geht nicht. Die verhungern ihn, die Völker, wenn sie das machen würden. Das geht nicht. Sie müssen warten, bis in dem Honigraum genug Honig drin ist. Und dann können sie erst die Waben wegnehmen. Aber mir sind im Vorjahr die Bienen nicht in den Honigraum hinaufgegangen. Die sind unten geblieben. Ja, das ist das Problem, was ich vorhin sagte. Wissen Sie, die ganze Betriebsweise, die ich hier dargestellt habe, die funktioniert natürlich bei mir dadurch, dass ich Backfassbienen habe. Und der angepasste Brutraum funktioniert aber auch bei jeder Bienenart, die man hat. Das müssen keine Backfassbienen sein, sie können auch Kernikabienen nehmen. Aber es ist schon ein Problem. Eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir in unseren Bienenvölkern brauchen, ist die Bereitschaft, den Honig brutfern zu stapeln. Und das haben ihre Bienen nicht gehabt, diese Bereitschaft. Die wollten den Honig bei der Brut lassen. Und deshalb haben die alles hier unten voll gemacht. Das macht aber jede, das machen alle Bienen. Auch die Bienen, die bereit sind, den Honig brutfern zu stapeln, die machen erstmal unten bei der Brut alles voll. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Ich habe ja den angepassten Brutraum mit der Carnica hauptsächlich, also teilweise standbegattet, aber meistens belegstellenbegattete Carnicas. Und hier, ich mache das dann so, in dem Moment, wo ich den Honigraum aufsetze, nehme ich von, hat ja der Brutraum noch relativ wenig Brutwaben, ne? Also auch selbst für die, ich sag mal, knapp 60.000 Zellen, die ich da drin brauche, fehlt mir jetzt da drin sowieso noch eine Wabe. Also nehme ich eine von diesen Futterwaben hier hinten, die noch möglichst voll belegt ist und setze die jetzt in diesen Brutraum, da die Königin den Platz ja noch braucht, noch mit rein und dadurch kann ich die Honigwaben rausnehmen und in dem Brutraum ist genügend Futter drin und dann setze ich den Honigraum auf. Das ist bestimmt eine gute Sache, weil wir haben ja hier am Anfang, wenn wir anfangen auszuwintern, haben wir ja noch keine 5 Waben drin. Oder hier, jetzt sind, zu dieser Zeit sind hier gerade mal 4. Sondern wir erweitern ja schrittweise die Wärmekammer. Immer um eine Wabe. Gut ist es da sowieso immer mit Futterwaben zu erweitern.
weil aus Futter wird Brot. Aus Leerwaben wird nichts. Ne? Also da immer eine Futterwabe rüberhängen. Und das funktioniert bestimmt auch gut, was du machst, Dirk, wenn das früher nicht so extrem ist wie dieses Jahr. Wenn ich das am 31. März oder am 30. März so gemacht hätte, dann wären die inzwischen verhungert. Da hätte die eine Wabe nicht gereicht. Die brauchen die Waben hierhin, alle. Dieses Jahr. In jedem Jahr muss es ja nicht so sein. Und deshalb ist das immer natürlich jedes Jahr auch ein kleines bisschen anders, was man machen muss. Deshalb ist ja unser Hobby so interessant, weil es ist immer ein bisschen anders im nächsten Jahr. Also raus müssen sie. Das ist wichtig. Da haben Sie recht. Weil deshalb habe ich doch so zeitig den Honigschrank schon aufgesetzt, damit die Bienen merken, oben spielt die Musik, oben sollen sie sein und nicht unten. Und dann habe ich noch das Problem, dass ich einen Wildbau hinter dem Schitt bekomme. Also dort, wo freier Raum ist, wo keine Rämpchen mehr sind, machen die bei mir sehr wohl einen Wildbau. Auch wenn die oben genügend Platz geben? Ja. Naja, stellen Sie nochmal um auf andere Bienen. Dann geht es Ihnen besser. Und ja, das ist, glaube ich, mehr eine Glaubensfrage. Und dann habe ich noch eine dritte Frage. Ich habe beim Vortrag von Herrn Binder gehört, es muss oben eine luftdichte Dämmfolie sein, damit hier wirklich keine Zugluft entsteht. Und dann frage ich mich, wie kann ich diese Wärmedämmfolie, die direkt auf den Rämmchen aufsitzt, anbringen, ohne dass ich ständig dabei die Bienen zerdrücke. Weil wenn ich die weggib, sind die Bienen sofort oben. Und ja, das ist dann immer Bienenmord aus meiner Sicht, wenn ich die Folie wieder drauflege, direkt auf die Rämmchen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich habe noch nie eine Folie genommen. Das war ja ein großes Plädoyer, dass es mit der Wärmefolie oben die Luft dicht abschließen muss, den Brutraum nicht geht, weil dann sonst die Gefahr des Verhungerns so groß ist. Also wenn man Völker hat, die nicht so sehr stark sind und die viel Unterstützung brauchen und legt so eine Wärmefolie drauf, ich vermute schon, dass das was nützt, wissen Sie? Aber ich habe mir es noch nie getraut, jedenfalls bei den Völkern. Und ich mache mir nur solche Völker, andere mache ich nicht. Ich bin der Meinung, die Wärmefolie wird nicht gebraucht. Aber Binder, der hat natürlich in einer Hinsicht recht. Wenn man hier eine Wärmefolie auflegt, dann steht die Luft in den Wabengassen und kann nicht ausgetauscht werden. Und die Bienen machen ja sowieso immer alles steril. Und die machen diese Luft, die hier drin steht, auch keimfrei. Und die keimfreie Luft bleibt drin, während wenn eben keine Folie oben drauf ist, da können sie nicht rübergehen. Und ja, nehmen wir mal an, im Naturbau können sie nämlich oben auch nicht rübergehen. Da ist ja oben angebaut, wissen Sie? Im Baum oder in der Höhle oder wo auch immer. Aber da macht niemand auf und zu und der drückt es dann dabei. Ja, ja. Also ich lege keine Folie auf. Ich kann das sowieso nicht leiden. Die Folie wird dann, gucken Sie mal hier zum Beispiel, wird die Folie angebackt mit Wachs, wissen Sie? Mhm. Und dann haben Sie hier überall Wachspunkte drauf. Und das ist für mich Horror. Wenn die Wabenoberträger nicht perfekt sauber sind, da will ich nicht mehr impfen. Die müssen perfekt sauber sein bei mir. Da darf keine einzige Brücke gehen. Sind noch andere Fragen? Es gibt noch ein paar Fragen. Ich denke mal, ein bisschen was hat sich erledigt. Das müsste aber der Markus Bollen zum Beispiel selber machen. Das ging um deinen Teil mit der Honigernte. Was soll man statt Bienenflucht machen? Gut ist es, Bienenfluchten zu verwenden. Wenn man beim Abernten, wenn also die Tracht zu Ende ist und die Honigräume werden vollständig abgenommen, wenn man da keine Bienenfluchten verwendet, da kriegen sie Räuberei. Überlegen Sie mal, Sie nehmen den Honigschaum runter und fegen die Honigwaben. Viele nehmen ja einen Bienenbesen, aber einen Bienenbesen, den können Sie gleich in den Ofen stecken. Der wird nicht genommen, das ist schön bereit für die Bienen. Das hat mit dir wohl nichts zu tun, einen Besen zu verwenden. Es wird eine Feder genommen, eine große Gänsefeder und die Fahne wird ein wenig eingekürzt und dann quetschen Sie keine Bienen und dann verfangen sich auch keine Bienen in den Besen und deshalb gibt es einen Besen nicht, sondern eine Feder wird genommen und dann fegen sie die Bienen alle ab.
da kriegen sie überall rein, bis sie hier unten sind, ist totale Chaos ausgebrochen. Weil die Bienen finden doch nicht mehr, die suchen doch alle Völker, die dort stehen, die suchen unentwegt und die finden alles. Und dann kriegen sie überall. Das, man muss sich Bienenfluchten besorgen, wenn man keine hat. Sie müssen mit Bienenfluchten ernten, um keine offenen Waben nach der Tracht. Die müssen alles schnellstens unter Verschluss. Nein, ich vermute mal, dass die Frage in dem Zusammenhang war, Rolf, du hast ja am Anfang das so erläutert, dass man die Bienenflucht ja nicht auf den vorherigen Brutraum setzen soll, dass sich alle Bienen dort sammeln. Und erst danach hast du gesagt, dass du ja die Honigräume runternimmst und auf einen leeren Brutraum setzt, um dort quasi diese Kunstschwärme da zu bilden mit der neuen Königin. Ja. Das heißt, da wurde dann klar, wie du die Bienenflucht verwendest und dass du die nur nicht verwendest, um das direkt in das bestehende Brutnest die Bienen noch mit reinlaufen zu lassen. Wer das also so nicht machen will, weil der möchte das eben nicht, dass man dann hier neue Völker macht, so hier, der braucht ja die Bienenflucht trotzdem. Dann muss er sie eben dann wirklich hier auf seine Stammvölker drauflegen. Also man muss mit Bienenfluchten, wenn man zwischenerntet, das Problem besteht ja beim Abernten, wenn die Tracht weg ist, dass keine offenen Waben da sein wollen. Aber wenn jetzt die Frühtracht zum Beispiel geschleudert wird, ist ja schon vielleicht Sommertracht da. Da ist noch keine Räubereigefahr. Da könnte man natürlich, da sind ja vielleicht nur zwei Honigräume nach der Frühtracht, höchstens drei, dann könnte man natürlich den ersten Honigraum, den man schleudert, sagen wir mal, das wäre der zweite hier, runternehmen und alle Bienen zurück in die verbleibenden Honigräume zurückkehren. Das wäre ja kein Problem. Das geht. Da kriegt man auch keine Räuberei. Aber besser ist natürlich, man setzt eine Bienenflucht ein, weil man da weniger Arbeit hat und weil das besser geht. Ich denke mal, damit ist die Frage soweit geklärt. Ich habe jetzt noch eine Frage vom Rob, der hat auch kein Mikrofon. Das ging es um das Schieden im Winter. Was ist der Vorteil der Schiedung im Winter auf 3 Waben anstatt von 5 Waben? Also ich glaube, er meint, das so besonders eng im Winter zu schieden, was ja, da der Vorteil ist. Das war ja, das, der Meinung war ich ja eben auch, wissen Sie. Ich habe ja deshalb hier auch erstmal 5 Waben gemacht. Aber uns geht es darum, dass die Königin, wenn sie im Frühjahr anfängt zu legen, die Waben vollständig bebrütet, von Holz zu Holz. Und wenn hier 5 Waben drin sind, wenn die Königin im Frühjahr anfängt zu legen, dann brütet die auf den Waben nicht von Holz zu Holz, sondern dann legt die eben ein Brutnest an, was vielleicht über alle 5 Waben geht. Und so groß ist hier. Und damit hat das Bienenvolk mehr Arbeit, den Wärmehaushalt zu regulieren. Das Bienenvolk kann den Wärmehaushalt leichter regulieren, wenn wenig Waben da sind mit größeren Flächen. Das geht besser für die Bienen. Da brauchen die Bienen weniger Energie dafür. Und ich meine, bei mir war es kein Problem. Ich habe dann im Frühjahr die 2 Waben noch weggenommen. Das sieht man ja hier. Das habe ich ja auch hingeschrieben irgendwo. Dann habe ich denn das gemacht. 18. September. Hier habe ich es also auf 5 gesetzt. Dann hier, das war am 8. Januar, da habe ich nichts gemacht. Aber hier habe ich dann schon, hier sind immer noch am 4. Januar die 5 Farben drin. Und hier habe ich am 3. Februar, da war es noch warm, habe ich die Wärmekammer auf 4 Waben schon eingeengt. Sehen Sie, 1, 2, und da habe ich die Wabe, die hier hing, die habe ich rausgehangen und das Wärmeschied hierher. Und dann noch später, am 20. Februar, habe ich erst 3 Waben gemacht. Und zum Glück hatten am 20. Februar eben die Bienen noch nicht auf 4 Waben gebrütet und nur 3 zu geben. Und das war dieses Jahr, wo es so lange kalt war. Das war der richtige Weg. Weil man hat es ja dann hier unten gesehen, nachdem die Bienen wieder richtig angefangen haben, die haben dann vollständig die Waben bebrütet. Und das geht besser zu lernen. Und wenn eben dann alle 3 Waben unten so bebrütet sind, also so sind sie ja nicht alle gleichzeitig bebrütet, dann würde ja innerhalb kürzester Zeit die Königin 3 volle Waben bestiften müssen, 3 volle Tatantwaben, das geht ja nicht. Da ist dann natürlich offene Brut da und dann sind Stifte da. Und die befinden sich dann
auf den anderen drei warten. Und deshalb muss man dann, wenn alle drei Waben bebrütet sind, um eine Wabe die Wärmekammer erweitern. Und dann setzt man vielleicht schon, dann geht es so weit, dass schon der Honigschwamm aufgesetzt wird. Und dann muss man den Honigschwamm noch einmal runternehmen und in die Wärmekammer eine fünfte Wabe reinhängen. Und dann ist gut. Und dann bleibt's, und dann sind die Bienen hinter dem Schied, die Waben können ja dann raus. Dann sind in den Honigwaben schon genug Honig. Dann können die hier hinten alle raus. Und machen Sie es mal. Und glauben Sie es, dass es besser geht. Aber wer es nicht so richtig glauben will und denkt, die Waben können ruhig bleiben, na, der probiert es eben mal aus mit einem Teil der Völker. Und mit einem anderen Teil nimmt er sie raus. Und dann merkt man es am besten. Gut, vielen Dank erstmal dazu. Es gab noch eine längere Diskussion zu dem neuen Brutraum, auf den die Honigräume gestellt werden, wo das Flugloch geschlossen ist und praktisch der neue Kunstschwarm gebildet wird. Da war der Lotte, war deine Frage dann in der Diskussion geklärt oder wolltest du die Frage noch stellen und noch erläutern lassen? Gut, sie hatte also gefragt, kann das Volk am Erntestandort mit geschlossenem Flugloch und dem neuen Brutraum im Schatten bis zum kommenden Tag geschlossen stehen, wenn der Boden nicht geschlossen ist, also Gitterboden? Sie hat also eher Angst gehabt, dass wenn du das geschlossen dorthin stellst um die Zeit, dass das eventuell dort zu warm werden, drinnen warm werden könnte. Also ich lege ja Wert, dass man das möglichst im Schatten oder Halbschatten macht. Hier sind ja Bäume. Ne? Also volle Sonne ist, wo wir das hier gemacht haben, zum Glück dort nicht gewesen. Wir konnten das im Schatten machen. Aber ich weiß, es hat auch Imker-Freunde von mir, die haben das in der vollen Sonne gemacht. Und das gefällt mir zwar nicht, aber es ist gegangen. Und der Unterboden hier, da darf das Wärmebrett nicht drin sein. Der muss offen sein, ne? Mit Gitter. Das Gitter muss offen sein. Die müssen also Luft bekommen. Und das ist ja um diese Jahreszeit kein Problem. Bloß das Flugloch muss zu sein, dass die Bienen nicht raus können. Und dann ist das ja nur 24 Stunden lang so. Und das ist kein Problem. Was ich vielleicht noch zeigen würde, wenn das jemand macht, die Bienenflucht, die auf dem Brutraum liegt, die muss man sehr vorsichtig anheben. Sehr, sehr vorsichtig, weil die ist voller Bienen. Und wenn sie die einfach anheben und runterreißen, da fallen ihnen die ganzen Bienen und ins Gras und auf die Füße und überall hin. Die muss ganz vorsichtig angehoben werden, weil die Bienen wollen unten in dem Brutraum sind ja nur Mittelwände. Und da möchten die Bienen sich nicht gerne aufhalten, das gefällt denen dort nicht. Und deshalb halten die sich eben zum großen Teil auch hier oben in der Bienenflucht auf. Wie ein Schwarm so ähnlich. Ne? Und dann müssen sie die Bienen hier voll anfeuchten. Und dann mit der Feder vorsichtig unten reinkehren. Also das mal als Hinweis noch dazu. Aber ansonsten geht das wunderbar. Und dann setze ich eben, wenn ich die Honigräume runtergenommen habe, die Bienen aus der Bienenflucht hier unten noch vorsichtig reingekehrt habe, dann kommt hier sofort, bevor das Zeug weggebracht wird, der Fütterer drauf. Und der Fütterer muss anstelle der Bienenflucht gelegt werden und muss vorläufig zugemacht werden, damit die Bienen nicht hochgehen können. Denn wir wollen ja dann, wenn wir das Bienenvolk wenige Zeit später, ein, zwei Stunden später aufstellen, sofort füttern, ohne dass Bienen im Fütterer sind. Es gab jetzt noch von der Friederike eine Frage. Willst du die selber stellen? Das war das zu dem Drohnenrahmen. Ja. Gibt es bei den 5 Rähmchen überhaupt noch einen Drohnenrahmen? Und wenn ja, wo ist der? Die Frage ist gut. Also zu den 5 Rähmchen gibt es noch einen Drohnenrahmen. Und zwar, ich mache meinen Drohnenrahmen so, dass ich eine große Brutwabe, die obere Hälfte, da löte ich eine Mittelwand ein. Ich nehme eine Mittelwand, die normalerweise für die Honigräume vorgesehen ist, und die löte ich in eine Brutwabe oben ein. Die Königin hat dann also für die Brut die 5 der Dantwaben plus der halben Drohnenwabe für Arbeiterinnenbrut. Das macht sie aber gar nicht. Dort oben wird meistens nur Honig eingelagert. Und unten die untere Hälfte ist dann Baurahmen und Drohnenrahmen, damit das Bienenvolk Drohnen hat. So mache ich das. Ich mache es vielleicht in Zukunft anders, aber im Moment, bis jetzt habe ich es immer so gemacht. Und nur einen halben Drohnenrahmen geben, das reicht aus bei der Dant. Noch mehr Drohnen braucht das Bienenvolk nicht. Das sind schon sehr viele dann. Die Frage von Konrad Schneider jetzt nochmal, möchtest du die selber stellen, Konrad?
Ja, das war einfach die Frage, diese Entscheidung, es muss mehr reinkommen als rausgehen. Wie entscheidet man das? Kam dann schon der Hinweis Stockwaage. Kann man auch ohne Stockwaage das entscheiden? Der erfahrene Imker sicher. Der weiß das dann schon, wenn er reinkommt. Man merkt ja, wenn ein Waben oben im Honigschrank anfängt zu glänzen. Ja, da kommt ja dann, ach so, weil sie ja noch gar keinen Honigschrank drauf haben. Naja, ja, da, wissen Sie, was da passiert, wenn Sie das zu spät aufsetzen? Da werden die Waben hier hinten wieder gefüllt. Wenn Sie den Honigschrank zu spät aufsetzen, in dem Moment, wo mehr reinkommt, als verbraucht wird, und es ist kein Honigschrank drauf, werden die Waben hier wieder mit Honig gefüllt. Und deshalb muss der Honigschrank drauf. Und die Waben müssen raus. Und vielleicht noch eine zweite Frage. Du hattest gesagt, dass man das Brutnetz so wenig wie möglich stören sollte. Wie ist das mit der Schwarmkontrolle? Ich mache keine. Machst du nicht. Aber Schabakfassbienen. Das ist was anderes. Da brauchen Sie keine Schwarmkontrolle zu machen. Und Sie brauchen auch nicht zu schröpfen. Und das geht nicht mit standbegatteten Königinnen. Dann müssen Sie Belegstellenköniginnen haben. Und das leiste ich mir. Ich mache mir die Arbeit und besuche Belegstellen, weil ich dann in die Völker nicht hinein muss. Ich brauche die Völker dann nicht mehr zu kontrollieren, ob sie schwärmen wollen. Hat man von einer guten Backfastmutter nachgezogen und diese Königin standbegatten lassen, dann sind das auch schon schwarmträgere Bienen. Aber die müssen dann die Waben ziehen, die Bienen abschütteln und gucken, ob Zellen drauf sind. Und die Zellen müssen sie zerstören. Und das liegt bei guten Backfastmüttern, reicht das wahrscheinlich. Im Höchstfall müssen sie das dann zweimal machen. Und das will ich nie machen. Ich hebe die Honigrollen nie runter, um hier unten reinzugucken. Also erstens mal ist das für die Bienen nicht gut und für mich auch nicht. Ich muss ja die Honigrollen runterheben, um hier unten zu gucken. Also lieber gehe ich auf Belegstellen, als dass ich das mache. Deshalb gehe ich auf Belegstellen. Ich ziehe von, sag ich mal, gehörten Völkern nach und gehe auf erstklassige Backfastbelegstellen und dann habe ich das nicht notwendig, da nachzusehen. Und das will ich auch nicht, weil mir das nicht gefällt. Das stört die Bienen nur. Und ich muss arbeiten. Und das ist auch dann mache ich mir lieber die Arbeit mit der Königinzucht, als hier unten nachzusehen. Gut. Also das ist wirklich, das ist einer der allergrößten Vorteile, die man hat, wenn man Backfastbienen hat. Das ist eigentlich fast der allerwichtigste, weil alle Eigenschaften, die mit der Honigleistung zu tun haben, die sind ohne ausgeprägte Schwarmträgheit von geringem Vorteil. Sie können sich ohne Schwarmträgheit nie voll entfalten. Die ganzen Eigenschaften, die mit der Honigleistung zu tun haben, können sich nicht entfalten, wenn das Volk schwarmträge, nicht schwarmträge ist, wenn das schwarmlustig ist. Und hier hat er das ja nochmal, das hat er nämlich hier, die rote Schrift, die hat er ja auf die Kornika bezogen, ne? Eine Rasse, die womöglich alle anderen wünschenswerten Eigenschaften besitzt. Und das ist bei der Kornika so. Die besitzt viele wünschenswerte, wunderbare Eigenschaften. Aber Schwarmträgheit besitzt sie als Eigenschaft nicht. Also die sich einer unbändigen Schwarmsucht hingibt, hat keinen Platz in einer modernen Imkerei. Durch die Schwarmsucht werden alle guten Eigenschaften vergeudet. Wir lassen das jetzt mal in dieser Form jetzt hier stehen. Von Rob kam noch eine Frage. Wenn du den Honig aberntest und da den Brutraum runter tust für die Bienen, wie viele Mittelwände tust du dann da rein? Naja, gucken Sie mal, ich habe ja unten, das kann man eigentlich ganz genau sagen. Wir haben ja unten 5 Brutwaben, ein Baurahmen. Das sind 6. Und wir füllen auf 10 oder 11 Waben. Also 4 oder 5 Mittelwände müssen noch rein. Also das war jetzt bei dem, wo der Brutraum schon drin ist. Ich habe das jetzt so verstanden, dort bei dem Brutraum, den du jetzt neu anlegst, quasi mit dem Kunstschwarm und der Kunstkönigin. Ja, ich habe verstanden, was du meinst. Warte mal, da habe ich doch hier was. Hier ist es. So muss man den Brutraum für ein neues Volk ausstatten. Als erstes wieder an die Außenwand das Wärmeschied, dann eine Futterwabe. Das hat Hans Bär so empfohlen. Ich habe das auch so gemacht und ich mache das jetzt immer noch so. Aber wenn ich gerade mal keine mehr Futterwabe habe, die mir gefällt, dann lasse ich die auch weg. Dann kommen 8 Mittelwände und dann kommt ein neuer Bauraum. Ne? Kein alter, neuer Bauraum. Dann kommt der Leerraum mit dem Wohlgemutkäfig. Und die Bienenkönigin, die muss wirklich in einen Wohlgemutkäfig rein, weil wir müssen doch den
Brutraum an einen anderen Ort bringen. Und da darf nichts wackeln und vielleicht runterfallen oder so. Deshalb, der Wohlgemutkäfig kann wunderbar in einem Leerraum festgemacht werden und dann geht das alles gut. Und dann kommt wieder das Spermaschin. Und da wackelt nichts. Die Futterwabe hat ja den Sinn, dass die Bienen, die aus den Honigräumen runter zu der Königin kommen, dass die unten nicht hungern müssen. Ich glaube, die hungern sowieso nicht, weil bevor die runtergehen durch die Bienenflucht, saugen die sich noch voll Honig aus den offenen Honig, also aus den Zellen, die eben noch nicht verdeckelt sind. Da saugen die sich noch voll Honig, denn ich habe schon das ohne diese Futterwabe gemacht und das ist genauso gut gegangen. Also 8 Mittelwände auf jeden Fall, das muss ein starkes Volk werden. Und deshalb müssen die 8 Mittelwände rein. Und der Leerraum mit dem Wohlgemutkäfig, der muss nach der ersten Fütterung rausgenommen werden, damit er nicht als Wabe ausgebaut wird. Bevor man den ersten Honigraum hier aufsetzt, ne, da kommt man mit dieser Sorge, mit Honigwabe, da sind ja die Bienen drin, da muss man von 5 Waben sofort hier unten die Bienen reinfegen. Sonst gibt es keinen Kontakt zwischen der Königin und den Bienen, die dann später alle hier oben sitzen. Und die Königin braucht sowieso sofort jemanden, der sich um sie kümmert und die Königin pflegt. Die darf nie alleine gelassen werden. Also die Königin wird aus dem Begattungskäfig oder aus dem Mini-Plus-Magazin, was man zur Begattung verwendet hat, ausgefangen, kommt in den Wohlgemutkäfig hier rein, erst in dem Moment, wo es losgeht. Nicht vorher schon. Erst bevor der erste Honigraum geholt wird, wird das gemacht, kommt die Königin hier unten rein und dann die Bienen schnell dazu, dann die Bienenflucht und dann kommen die ganzen anderen. Und dann funktioniert das. Also das ist wichtig, dass man das so ausstattet. Gut, ich denke mal, wir müssen so ganz langsam zum Ende kommen. Ich suche mal nur noch ein paar einzelne Fragen raus. Ich hoffe mal, das nehmen nicht so viele übel. Karl-Heinz Rasch, möchtest du deine nochmal stellen mit dem Zanderraum? Ja, genau. Ich habe die Frage, ich habe Zander noch, ob ich mit Zander einräumig erfolgreich schieden kann oder ob der Raum zu klein ist oder ob ich dann auf Zaderland wechseln soll, weil die niedrigen Honigräume habe ich schon. Was? Also ich kenne in Bayern Imker, gute Imker, die machen das. Die haben auch Zander und wintern auf einer Zandersorge ein und setzen auch die Schiede. Dann mit Karnika oder mit Backfast? Ja, die ich kenne, das sind ja Backfast-Imker. Backfast, ja. Danke. Dann hatte Yvonne's iPad nochmal eine Frage. Ich habe noch ein paar Fragen zur Hinterbehandlung. Ich habe ja nun angefangen oder beziehungsweise möchte anfangen mit neuen Völkern. Habe jetzt ein Bienenhaus ausgebaut und habe mir Normbeuten 52 gekauft, neue. Wie das dann mit den Einvölkern funktionieren wird und was dann zu machen ist. Also momentan habe ich noch kein Volk, weil es ist ja einfach noch zu kalt, sich was zu holen. Und ja, ich bin da so ein bisschen sprachratlos. Schade, Sie haben wohl keinen Imkerlehrgang besucht. Ja, das ist ja nun gerade in der Situation gerade etwas schwierig. Deswegen hatte ich mich jetzt hier in dieses BIMOG eingeloggt und verfolge hier die ganzen Sessions und lese mich hier durch alles durch. Deswegen, ich habe momentan einen Imker an der Hand, der noch mit Hinterbehandlung arbeitet, aber durch das es eben halt so kalt ist, lässt sich gerade nichts machen. Also du kannst auch sagen, Rolf, da du ja mit Magazinen arbeitest und Dant, dass du bei hier Hinterbehandlungsbeuten, deswegen habe ich überlegt, ob man die Frage stellen, ob du dort jetzt da die Hinweise geben möchtest, weil ich weiß, du machst das schon sehr lange, Magazine. Angefangen habe ich natürlich auch in der Hinterbehandlungsbeute. Und in der Hinterbehandlungsbeute ist es ja so, da braucht man das ja so nicht zu machen, wie wir das hier heute besprochen haben. Die Hinterbehandlungsbeute macht das eigentlich schon immer so. Die nimmt ja die überflüssigen Waben hinten weg und rückt das Fenster ran. Und hinter das Fenster kommt eine Wärmematte. Also da ist das alles, was wir hier besprochen haben, so nicht notwendig. Also wäre es einfach viel einfacher. Ich hänge die Waben einfach rein und warte ab, bis sie es ausgebaut haben und vergrößere dann, rücke einfach das Fenster weiter und hänge. Ja, so wird das gemacht. Ne? Alles klar. Und was mir noch ganz unschlüssig ist bei diesen neuen, die haben ja oben und unten Fluglöcher.
Also zum Honigraum haben die ein Flugloch von außen und von unten für den Brutraum. Naja, das, verstehen. Das Flugloch im Honigraum, das hat wohl mehr den Sinn. Wissen Sie, die Betriebsweise, schade, dass Sie das nie richtig, dass Sie das so machen. Das ist wirklich, so wird es eben nicht mehr gemacht. Aber wenn Sie das so wollen, es geht ja. Das Flugloch im Honigraum, das hat den Sinn, die Hinterbehandlungsimker hängen Brutwaben aus dem Brutraum hoch in den Honigraum. So geht die Betriebsweise los. Der Honigraum wird also geöffnet, indem man, indem man mehrere Brutwaben aus dem Brutraum entnimmt und hochhängt. Und dazwischen ist das Absperrgitter. Und auf diesen Brutwaben sind eventuell schon geschlüpfte Drohnen oder da sind zumindest am Rand oder irgendwo sind ein paar Zellen, in denen ist Drohnenbrut drin und die schlüpfen dann dort um und die können nie mehr raus, die sorgen dann für Unruhe. Und deshalb hat der Honigraum ein Flugloch, damit man die Drohnen rauslassen kann. Gut, aber die Rahmen muss ich ja dann im Prinzip kennzeichnen, damit die nie geschleudert werden, ne? Also wir schleudern aus bebrüteten Waben keinen Honig. Ja, eben. Ja. Also die müssen dann wieder entfernt werden. Ja, wie wollen Sie das machen? Die werden ja von uns getroffen, wissen Sie? Wie wollen Sie das machen? Gucken Sie mal, so muss eine Honigwabe aussehen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zur nächsten Frage weiter. Das ist von Daniel, hatte ich noch eine gehabt, zum Zellmaß, welches ja Rolf benutzt. Ne? Hallo, danke. Welches Zellmaß benutzt du, Rolf? 5,4 oder ein kleineres? Ein kleineres. Hm? Das ist normalerweise ein ganzer Vortrag für sich mit den Zellmaß. Ne? Und das ist nicht so einfach. Und als das ungefähr ums Jahr 2000 herum der Thomas Kober in Deutschland bekannt gemacht hat, da habe ich auch schon damit angefangen. Und mit dem Zellmaß, es wird ja gesagt, die Bienen oder andersrum, es hat einen gegeben, der heißt Baudot, ein Professor aus Belgien, der war der Meinung, die Bienen sind, wenn man größere Bienen hätte, hat er gedacht, ne? Wenn man größere Bienen hätte, dann haben die auch eine größere Honigblase und dann können die mehr tragen und dann können wir mehr Honig reinbekommen und mehr Honig ernten. Und deshalb hat er die Mittelwände größer gemacht und war dann zu der Feststellung gekommen, die günstigste Größe ist eine Zellengröße von 5,4 mm und die hat sich total eingebürgert und niemand hat mehr gewusst, dass die Bienen früher mal kleinere Zellen hatten. Und das ist durch die LASPIs in den USA dann erst wieder bekannt geworden. Die haben sich damit sehr intensiv beschäftigt. Und die Frau hat vor allen Dingen geforscht und ist dann infolge ihrer Bemühungen darauf gekommen, dass die Bienen früher mal kleinere Zellen gemacht haben und hat das zurückgekurbelt. Und das ist durch den Thomas Kober bei uns in Deutschland bekannt gemacht worden und durch Erik Österlund überhaupt in Schweden und europaweit. Und ich habe das damals auch probiert und man kann nicht ohne weiteres von der Zellengröße 5,4 mm zurückgehen auf kleinere Zellen. Weil die Bienen wollen das nicht machen. Die Bienen möchten solche große Zellen bauen, wie die waren, aus denen sie geschlüpft sind, aus denen sie auf die Welt gekommen sind. Deshalb bauen die Bienen schwierig kleinere Zellen oder ganz schwierig oder gar nicht. Und man muss umstellen, wenn man zurück zur Natur will, man muss umstellen auf Mitschwarm. Man muss also und mit verhältnismäßig schwachen Schwärmen. Man darf keine starken Schwärme machen, sonst bauen sie auch wieder große Zellen. Also wenn man nur mäßig starke Schwärme macht und dann Mittelwände gibt mit einer Zellengröße von 5,1 mm, dann bauen die Bienen das aus, dann werden das auch gute Waben. Und wenn man dann weiter erweitert im Folgejahr mit Zellengröße 5,1, geht das eigentlich reibungslos weiter. Ich habe es aber nie geschafft. Und dieser Arbeitskreis kleinzellige Bienen, der ist ja 100% davon überzeugt, die Zellengröße darf nur 4,9 mm sein. Also 5,1 ist erstmal der Schritt, der Zwischenschritt zur richtigen Zellengröße von 4,9. Das habe ich aber nie geschafft. Ich habe niemals geschafft, Bienen zu haben, die problemlos schöne Zellen 4,9 mm bauen
da gab es auch eine Empfehlung von dem Arbeitskreis kleinzellige Bienen. Man muss sich Waben kaufen aus Kunststoff, fertige Bienenwaben mit fertigen Zellen aus Kunststoff, Zellengröße 4,9. Dann muss man sehen, dass darauf eine Königin brütet. Das ist schon ein großes Problem. Mit einer jungen Königin, ich habe alles ausprobiert, mit einer jungen Königin geht das nicht, aber eine alte macht das. Die legt in diese Kunststoffwaben von 4,9 mm Eier und die Bienen legen darin auch ein Brutnest an. Und es kommen wunderschöne, kleine, niedliche Bienen raus. Herrlich sehen die aus. Und nicht solche große Bomber hier, wie wir mit der Zellengröße 5,4 m haben. Und selbst diese kleinen Bienen haben keine Mittelwände mit 4,9 mm Zellengröße ordentlich ausgebaut. Die konnten es nicht. Und da muss man sich meiner Meinung nach dann von den Bienen mal was sagen lassen. Und das Projekt habe ich deshalb aufgegeben. Aber ich habe 5,1 mm und das ist perfekt. Also ich möchte keine andere Zellengröße mehr haben. Das Brutnest ist kompakter. Die Bienen sind auch kleiner. Man sieht das auch deutlich. Wenn mal ein guter Imker zu mir kommt, der sich schon lange mit Bienen beschäftigt und einen guten Blick hat, der sagt, du hast aber kleine Bienen. Da hat er noch gar nicht gewusst, dass ich ein kleineres Zellenmaß habe. Also die Bienen sind wirklich kleiner, das Brutnest ist kompakter und die Spitzenimker hier, Preisel-Neuburger aus Österreich, die sind ja der Auffassung, die Bienen fliegen schneller. Okay. Die kleineren Bienen fliegen schneller und die holen deshalb mehr Honig. Ja. Gut. Okay, vielen Dank. So, ich denke jetzt mal, wir haben es jetzt in 3/4 Stunde, ich sage mal, entsprechend der Planung überzogen. Ich würde jetzt die letzten 2 Fragen einfach vorlesen und das danach dann beenden. Die habe ich jetzt noch rausgesucht. Die erste ist von Peter Rostock. Das ist, wie oft wird die Königin getauscht? Also wie alt lässt du die maximal werden? Und das letzte ist, wann gibst du den Baurahmen zu? Die beiden Fragen vielleicht noch. Ja. Also ich lasse eine Königin 2 Wirtschaftsjahre. Der Hans Bär zum Beispiel hat gesagt, 2 Wirtschaftsjahre ist meiner Meinung nach problemlos. Das ist in Ordnung. Ne? Jedes Jahr die Königin tauschen, das halte ich für übertrieben. Allerdings hat Hans Bär gesagt, eine Königin im ersten Jahr hat einen Honigraum mehr als eine Königin mit dem zweiten Jahr. Aber das, denke ich, das können wir uns leisten, die Königin 2 Jahre zu lassen. Die hat dann immer noch genug. Aber nach 2 Jahren muss sie getauscht werden. Gut, und die 2. Frage war, wann gibst du den Baurahmen zu für die Drohnen? Naja, das ist alles so ermessens. Da ist also viel Ermessensspielraum gegeben. Aber Ende März sollte der Baurahmen gegeben werden. Denn die Drohnen, die brauchen 40 Tage von der Eilache, bis sie geschlechtsreich sind. Und nehmen wir mal an, wir geben am 31. März den Baurahmen, dann sind die Drohnen erst weit im Mai geschlechtsreif. Am 10. Mai. Und ja, und wenn eben das Bienenvolk ganz stark ist und man erweitert vielleicht schon von in der Wärmekammer auf die 4. Wabe und dann gibt man vielleicht die 5. Wabe erst, wenn der Drohnenrahmen schon als nächstes gegeben wird. Und der Drohnenrahmen ist immer der letzte. Das ist die letzte Wabe, immer. Kommt nie in die Mitte oder so, immer an letzte Stelle. Und auch nur einen halben Drohnenrahmen macht, sonst ist es zu viel. Und wenn vielleicht noch jemand fragt, schneidest du Drohnenbrut aus? Nein, ich habe noch nie Drohnenbrut ausgeschnitten. Ich habe auch noch nie ein Volk an der Vorwahl verloren. Also man sieht, das gehört zum, also das ist meine Meinung und viele andere sehen das natürlich auch so. Das gehört zum biologischen Gleichgewicht, dass Drohnen da sind. Und wenn ein Volk keine Drohnen hat, dann fühlt sich das nicht wohl. Gut, das waren zwar noch ein paar einzelne Fragen, die ich so jetzt gesehen habe, aber wir müssen noch irgendwann, denke ich mal, zum Ende kommen. Und deswegen würde ich sagen, ganz, ganz vielen Dank für den tollen Vortrag, den du gehalten hast, für den ganzen Input, den du uns gegeben hast. Und ich denke, dass es den anderen Zuhörern auch Spaß gemacht hat. Es klingt auch so ähnlich im Chat. Also ganz vielen Dank nochmal. Ne? Ja, nichts zu danken. Und weißt du, es gibt ja noch viele, viele Probleme, die man schulen müsste. Das muss dann eben mal in der Herbst- und Winterzeit gemacht werden, dass man dann ganz bestimmte Probleme rausnimmt. Nur Königinzucht,
nur Bildung von Begattungseinheiten, nur Besuch von Belegstellen, sodass das alles extra Vorträge sind. Gut, und denken Sie daran, was ich am Anfang gesagt habe. Der Imker ist nicht der Meister der Bienen. Der Imker ist der Diener seiner Bienen. Bei dem Schlusswort lassen wir es und dann schönen Abend an alle.